Recht herzlich willkommen zur 88. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben überlegt, letztes Mal hier was zu machen. Ja, da kann man nichts machen, weil Spionage ausbilden über Britannien, oder? Okay. Sind nur drei. Vier. Ja, wir wollten die angreifen, ne? Das war die letzte Idee, die wir letzte Runde hatten. Da müssen wir noch gucken, weil die haben ja noch ein bisschen was anderes hinter sich, ne? Gucken wir mal gerade rein. Waffenruhe. Verbindung mit Hamburg und Niederlande, okay. Staatsehe mit Österreich und mit Ferrara, okay. Könnte vielleicht ein bisschen schlecht werden, ne? Lassen wir besser. Maximale. Ach so, da ist voll. Okay. Dann sollte man da schnellstens was gegen tun, ne? Hier geht nichts. Das heißt, wir müssen. Wie, das kostet schon mehr wie 99 Punkte. Okay. Alles klar. Ja, das ist ja toll. Ja. Da haben wir jetzt ein Problem, ne? Das kostet... naja. Kapitalismus fördern, was machen wir jetzt, dass wir die... Ja, da können wir jetzt nichts mehr machen, ne? Aber wir nicht genug Punkte zusammenkriegen, weil uns fehlen da ja die Kapazitäten dafür. Ja, im September 1796 hätten wir genug gemacht, aber das haben wir nicht, einfach aus dem Grunde, weil wir nicht das voll kriegen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir damit? Entwicklung. Können wir mal machen, oder? Können wir erstmal hier... Na, wir sollten vielleicht die Grünen nehmen, ne? Und da kommen schon 6 raus. So. Achso, da geht doch nicht mehr. Reykjavik war das. Aha. So, jetzt sind die Punkte auch mal weg, ne? Jetzt haben die Provinzen entwickelt. Mannstärke erhöht. Ja. Was haben wir jetzt noch hier? Einheit an Verlust und könnte Nachfolger. Wir können mal hier die Pause rausnehmen, dann geht das auch weiter. Gegen die Bretagne haben wir Kriegsgrund verloren. Gibt's die Dingens hier noch? Die Anjou-Leute und die Provence? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich das einzigste. Okay, die Österreicher haben sich hier gerade weiterentwickelt. So, wir haben alle Leute unterwegs.
Das ist doch nicht mehr vonnöten, oder doch? Gegen. Okay. Das war Harley. Wir müssen da. Hier wollen wir ja noch was erreichen, ne? Aber das funktioniert erst, wenn wir 30 haben, okay. Konkubinen, okay. Nicht Konkubinen, Kombatanten. Können irgendwo was investieren? Was hatten wir letztens gemacht? Handelflotte? Hatten wir Markt? Markt haben wir schon durch. Handelsdepot. Docks brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Armee können wir noch was machen vielleicht. Aber so viel ist dann doch nicht da. Doch 170. Achso, das ist gerade irgendwo verbraucht worden wahrscheinlich, ne? Machen wir das. Das schließen wir mal wieder. Kathedrale geht dann nicht, zu teuer. Was mit dem Gericht, das geht. Dann bauen wir das noch. So, läuft. Oh, da sind schon ja die Dingens. Burgundische Bauern machen da gerade Stress. Verbündet mit Baden. Wäre jetzt nichts Wildes, ne? Wir müssten jetzt hier noch. Sind Rivale von denen? Das ist schon mal interessant. So, wir müssen da nochmal hin und gucken. Aber wir haben keine Ansprüche darauf. Die müssten wir dann auch erst machen, ne? Ja, das heißt, wir können jetzt gerade hier noch den Anspruch fingieren auf keine Ahnung, wo das ist. Und die haben da auch gerade Besuch. Klaus. 198 Dukaten ist ein bisschen viel und wir verlieren Prestige. Dann machen wir das obere. Okay, Unzufriedenheit geschürt. Das bedeutet, den können wir abziehen. Der ist in 3 Tagen da. Wir haben keinen Anspruch hier, können wir aber gleich fingieren. Wegen Brandenburg haben wir jetzt den Kriegsgrund. Und wie viel brauchen wir da? 25, okay, wir haben erst 20. Aber schicken jetzt mal gerade hier. Gucken wir mal. Baden würde das unterstützen und wir haben natürlich 900 in unserem Repertoire. Wir müssen erstmal den Anspruch fingieren. So, das hier und dann diplomatisches Netzwerk, mein Netzwerk aufbauen. Bestätigen, wer möchte da was? Ja, das machen wir doch mal, oder? Machen wir mal. Das sind die Franzosen, ne, oder? Florida. Gut, das ist okay erstmal. Aber hier geht es ja jetzt richtig rund in Bretagne. Die Bauern sind los. Hier ist immer noch nicht alles, ne, oder?
Nee, wir müssen noch auffüllen. Hier Kanonen sind fertig. Aber Pferde und Mannstärke ist noch nicht fertig. Aha, da kommt schon die Umwelt unterstützt. Warte mal, machen wir mal Pause. Also, jetzt sind wir im Krieg, okay? Einer hat in den Krieg erklärt, deklariert. Gut. Okay, das ist Pech, Unruhe. Haben wir die Wirtschaft nicht hochgekriegt, Gott. Ein Bündnisangebot von Kleve. Wo ist denn Kleve? Hier ist Kleve. Bringt mir das was? Eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir nicht. Mal noch Mission. Große Flotte sollen wir konstruieren. Schiffe. Nee, das war richtig. Wo sind denn unsere Schiffe jetzt hier? Moralflotte. Hier stand doch früher mal die Schiffe, wir sind. Ach da, 62 von 80. 62 von 80. Und was war die Aufgabe? Konstruiert eine große Flotte. Linienschiffe müssen wir dann bauen. Besitzt gleich viele oder mehr schwere Schiffe als 20. Ja. Und schwere Schiffe haben wir 8. Leichte Schiffe. Ja, das würde bedeuten, wir brauchen noch 12 Schiffe dazu. Kosten Ecke Geld, ne? 55, wir können gerade 3 erbauen, dann hätten wir 11. Wir nehmen wir ein. Ah, das ist 5. Ne, das lassen wir aber besser. Okay. Ja, wir haben jetzt Krieg gegen die Herrschaften aus der Bretagne. Ja, wollen wir. Gucken, dass Florida unabhängig wird. 0,0 haben wir momentan Stand. Machen natürlich mal die Pause aus, dann geht's auch voran, ne? Häfen werden blockiert, ist auch klar. Ach, unsere Flotte ist da oben. Was machten die da oben? Naja, jetzt bringen sie erstmal die Truppen rüber. Gibt es hier in der Bretagne überhaupt Leute? Sieht so leer aus, ne? Ja, ist aber schon hier wieder Minus, ne? Haben wir denn Truppen hier drüben? Denn nur Neufundland ist da drüben, wenn. Nee. Okay, da kommen die Truppen jetzt an. Amor ist schon besetzt, okay. Frankreich hat unseren Ardenten entdeckt. Kann man gleich zurückholen. Oh ne, wir müssen dahin. Weil da der Turm ist. Was, wo laufen die denn jetzt lang? Glaubst du es doch nicht, oder? Wir haben 37 Truppen hier stehen.
Wir zuerst da, ja. Das wird natürlich eine Weile dauern. Beziehungsverbesserung, okay. Eine Revolte. Wo? In Neufundland. Von die haben 22 Einheiten, sollten sie vielleicht alleine schaffen, wenn sie sich dann bewegen, ne? Kriegsgrund. Großbritannien, okay. Gut, das war vorauszusehen, aber diese hier, die müssen sich dann natürlich auch bewegen, ne? Schatzmeister gestorben. Ja, lass erstmal. Hamburg hat Yorkshire ersetzt. Okay, da sind die gleich auf unsere Insel rüber. Sehr interessant. Mit 10 Leuten da. Glaubst du doch nicht, oder? Okay, wir kümmern uns aber erst hier drum. Das wird natürlich eine Weile dauern, den Turm hier zu machen, ne? 15 Kanonen hatten wir, glaube. Beziehungen mit Österreich waren noch da. Lass uns mal gerade hier angucken. Aber das geht jetzt sowieso nicht, aber das würde dann gehen. Nehmen wir das. Oh, haben wir das schon geschafft? Ne, die haben es befreit. Quatsch. Ja, müssen wir mal gucken. Das wird natürlich seine Weile dauern, ja? Okay. Hier kommen noch ein paar Truppen nach. Ja, wenn das schneller gehen würde, ne? Ja, wir verlieren jetzt auch Mannstärke. Mal gucken, dass wir die Mauern da durchbrechen. Naja, das dauert aber seine Weile. Belagerung von Mann. Das ist okay. Kann man da mal noch gerade eine Armee ausheben? Ne, können wir noch nicht mal. Keine Mannstärke. Hier noch was besetzt. Ist okay. Und da kämpfen jetzt 77 Holländer gegen uns. Vielleicht nur unsere Flotte mal einen Hafen holen sollen, wenn das. Obwohl wir sind gar nicht mal so schlecht, oder? Ah, die haben sich gerade noch verstärkt. Okay, jetzt verlieren wir krass an Schiffen. Ah, die sind gleich geschlagen. 40. Jetzt hauen sie gleich ab. Dann haben wir jetzt nur 30 vielleicht. Wenn sie abhauen. Ja. Okay, das war dann Satz mit X. Das war ja wohl nix. Oh. Dukaten verlieren wir dann. Machen wir. Unruhen. Autonomie. Administrative, egal. Okay, das wird interessant. Okay, halb so wild. Wie sieht's denn hier aus? Mauer schon durchbrochen, dann geht's ja schon voran. Ja, da kommen wir jetzt nicht weiter, ne? Ja, lass mal Schiffe bauen.
muss noch alles brennen, ne? Damit es dann vorangeht, ne? Natürlich schwierig. Jetzt mussten wir noch Kredit aufnehmen, super, weil wir ein Schiff zu viel gebaut haben, ne? Gut, das machen wir sofort. Okay. Zollhaus, ne, Zahlhaus. Da gibt es sogar eine Dingens. Machen wir das. Armeetradition. Militärische Macht. 46 Dukaten hier. Ja, haben wir jetzt momentan. Die administrative Macht. Und lass die Produktion noch steigen und wir haben es durch. Kriegsmüdigkeit ist runter. Ja, was willst du jetzt hier noch machen? Ja, komm, zack. Zack, fertig. Und der nächste Kredit läuft wieder. Machen wir das. Das war das Darlehen. Und jetzt muss hier mal was passieren. Okay, die Hütte brennt. Jetzt müssen wir das da gleich haben. Aber wir haben nur noch 65. Das ist nicht so dolle. Wie stehen wir denn jetzt damit? 30. Und was hat die Bretagne? 31, super, ne? Warum gefällt das jetzt hier mal bald? Da ist es. So, und jetzt auf alles. Die müssen wir jetzt schlagen. Sieht aber nicht so gut aus. Ja, und das wird knapp ausgehen. Wir haben verloren. War klar, ne? Jetzt reiben sie uns noch auf. Ja. Halten sich aber noch gut. Aber sind jetzt verloren. Und da sind sie aufgelöst. Ja, läuft, ne? Kann man nicht anders sagen. Jetzt kriegst du hier noch eine Meldung für den. Friedensangebot. Lehnen wir natürlich ab. Jetzt kommt hier noch mit Freiheitsstreben an, ne? Herrscher beschwichtigt. Gut. Was haben wir hier? Schutz vor Bretagne. Ja, komm, nimm das mal an. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Leute hier an den Start kriegen. Sollen wir welche ausheben? Da geht jetzt nichts mehr, das müssen wir dann abwarten. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.